Tja, Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, hier zu einem neuen Fortnite-Video. Und ja, Leute, ihr seht schon, es hat sich overlay-technisch und auch Setup-technisch mal wieder etwas verändert. Eine Setup-Tour wird demnächst auch mal online kommen. Ich bin jetzt zum allerersten Mal seit, was, Februar oder März 2018 mit der richtigen Kamera auf. Ich werde nicht sagen, die Kamera-Review werde ich dann in die Video machen. Ich habe jetzt auch einen Zockerstuhl. Ja, habe ich jetzt. Mein Gartenstuhl steht jetzt da hinten. Genau, das zocke ich jetzt nicht mehr drauf. Und ja, Leute, jetzt es gab ein Slurp Squad Update. Ich bin noch gar nicht angeguckt. Und ja, Leute, ich würde sagen, das mache ich jetzt mal ganz kurz. Okay. Nice. Lul. Was sagt man denn dazu? Okay, Legends Pack. Okay, also ich denke, also ich gehe mal davon aus, dass das ganze Item Shop, ja genau, das ist für 2000 V-Bucks. Also, by the way, Leute, es tut mir leid, dass diese Woche kein anderes Fortnite-Video online kam. Ja, der Upload hatte Probleme. Das Video war zwar hochgeladen, aber die Verarbeitung ging irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ja, jetzt wisst ihr. Aber ja, deshalb gibt es heute das Video. Der Stream wurde zudem auch noch frühzeitig beendet, weil die Server extreme Probleme hatten. Aber jetzt sind die Serverprobleme behoben und ja, wir sagen, let's go mit dem Video. Also, ich glaube, erstmal muss ich hier einen ordentlichen Skin-Change haben, denn es ist ja kein Sand-Practice mehr. Ich habe ja das eigentlich genommen. Oh, das nehme ich mal wieder. Ich feiere diesen Skin unnormal krass. Ich sage Leute, wir gehen einfach mal in Solo-Runde und ja, gucken mal, was passiert, ne? Ich habe auch gemerkt, dass ich in den letzten paar Videos nicht mehr so viel Fortnite gezockt habe. Ich zocke das Spiel noch, keine Sorge, wie man es auch unter diesem Video erkennen kann. Aber meine Meinung zu Fortnite Season 2, also Kapitel 2 Season 2, kommt auch demnächst mal online. Wo ich so ein bisschen drüber spreche, was in den letzten paar Wochen los war, warum in den letzten paar Wochen nur maximal ein Video die Woche online kam und so weiter und so fort. Zudem wird in Zukunft auch noch mal ein bisschen mehr Call of Duty online kommen. Die erste Runde, die es bisher gab, war, sagen wir mal, ein bisschen weniger erfolgreich, als ich mir das Ganze gerne vorgestellt hätte. Aber jetzt geht's auch ganz in Solo. Also, glaube ich, genau an dem Sonntag, also als Fortnite diese krassen Serverprobleme hatte, ist bei Call of Duty der Solo-Modus in Warzone rausgekommen. Den werde ich auf jeden Fall auch ordentlich suchen, werde ich auf jeden Fall auch noch zocken. Ne? Denn das ist so ein bisschen mein Hauptding bei diesem Spiel. Ich mag es zwar, aber irgendwie war es so. Der Squads-Effekt hat mich gestört. Ich sage noch nicht klar mal The Rig, weil es ja auch ein neuer Ort. Ich weiß nicht, ob ich dabei. Und ich habe da bin ich auch nicht bei meinem Video, in meinem ersten Reaktion auf die Helikopter gelandet. Ja, Leute, es gibt Helikopter im Spiel. Das Video hat, denke ich mal, habt ihr das schon gesehen. Meine erste Reaktion darauf. Ich denke mal, jetzt werde ich darum in diesem Video oder halt in einem zukünftigen Livestream noch mal ein bisschen mehr darauf reagieren, die Stärken und Schwächen von den Dingen erkennen. Und dann nochmal meine etwas finalere Meinung dazu zu geben. Okay, hier ist auf jeden Fall auch schon ein Helikopter. Sagen ich dann hier bei der Pistel. Schaffe ich es zu dem Heli? Sieht's gut aus, oder? Okay, kurz hier, Schildtrank. Move up. Okay, also. Okay. Jetzt kann ich vielleicht ein bisschen hoch, vielleicht mal ein bisschen höher gehen. Okay. Okay, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Werkzeug für Rotierungen. Das kann ich so schon mal bestätigen. Ja. Ist hier irgendwas? Das Haus da vorne sieht ziemlich aus. Nee, das ist auch gelootet. Oh Gott, 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 oh Gott. Ja, ich.
Okay, Leute, ich würde sagen, nächste Runde lande ich einfach bei der Action. Das war jetzt nicht so die erfolgreiche Runde in Sachen Case, will ich sagen. Aber es ging jetzt in der Runde jetzt halt auch wirklich hauptsächlich darum, den Helikopter auszuprobieren. Jetzt geht es halt nächste Runde auch mal ein bisschen um Gameplay, so ein bisschen. Also klar, es ging auch um Gameplay, aber halt mehr um Helikopter-Gameplay und weniger um, naja, Fortnite. Weniger halt um halt Leute gehen, Fortnite-Gameplay, ne? Also ich würde sagen, ich lande aber bei Pleasant, da ist echt normalerweise ziemlich viel los. Und bei Pleasant gibt es auch ein kleines Map-Update, also kein Map-Update, aber halt, dass man dort jetzt einfacher in die geheime Basis der Bots reinkommen kann. Ich glaube, das sind die Watchmen. Ich bin da nicht so ganz drin, Leute. Ja, genau. Also hier haben wir... Okay, der Park sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Okay, hier werden, denke ich mal, wieder einige Lande in meiner Truhe. Also ich weiß nicht, ob ich das zu gut finde mit der Geheimbasis hier. Ja, sehr schön. Ich hab's geschafft. Oh Gott, ich hab keine Metz, Leute. Ich hab keine Metz. Null. Gar keine Metz. Leute, was? Bots sind so gut. Oh, Leute. So. Also das sind Shadow auf jeden Fall. Ich hab nochmal gelesen, ne? Ja, Digga. Ich habe keine AP mehr. Also, dass das Ganze jetzt offen ist, finde ich nicht so gut, bin ich ganz ehrlich. Weil ich fand es genau das, weil es so zu war, so gut. Weil da kam nicht immer jede Socke dahin und hab mich direkt abgeschossen. Das war echt immer ganz gut. Ist das nicht weg? Also, ja. Alright, Leute. Das war's mit diesem Video. Ich habe jetzt die Runde hab ich jetzt rausgeschnitten, weil die war nicht mehr so erfolgreich, aber... Ich kann schon mal so bestätigen, Leute, bei Sloppy Swarms landen im Moment wirklich sehr, sehr viele. Ja, Leute, wenn es das Video gefallen hat, ist doch gerne da auch um da. Ja, abonniert nicht vergessen, dass ihr kein einziges Video verpasst. Und ja, Leute, wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Haut rein und ciao.